Nonnen. Oi, da was geht ab, Leute? Team Bubble Tier. Mit den Jungs. Bei deinem TBT React zu dem neuen Set, das jetzt bald erscheinen wird. Sneak im Fantame in München, schaut vorbei. Danach, nächste Woche danach das Set. Kauft euch das. Oh mein Gott, ich sehe schon das erste Monster. Es hat direkt ATK und Def-Werte wie Jiminy Elf, oder? Wie das normale Monster, aber das Gute ist, es ist Erde, kompatibel mit Naturia Beast. Und er ist ein Tuner. Das ist schon saftig. Und er ist Pflanze. Das heißt, wenn wir ein Level 1 Erde nicht Tuner haben, haben wir schon Naturia Beast. Kommen wir zur nächsten Karte. Das Einzige, was an der Karte gut ist, dass die Tuner ist Level 4. Jetzt kommen wir zur Support für Performable. Ich habe mir die Karte mal ein bisschen durchgelesen. Die kann man eigentlich eher nur spielen. Ja, weiß nicht, ob die was bringt oder nicht. Also, wie heißt diese Karte? Keine Ahnung. Achso. Performable Hermit Crab Landlord. Ich weiß nicht, ob man die spielt in Zukunft. Keine Ahnung. Ich habe die gerade durchgelesen. Das ist echt nur Zeitverschwendung. Die ist richtig schlecht. Seine Effekte resolven nur, wenn dein Pendelmonster durch Kampf zerstört wird und so weiter. Brauchen wir gar nicht weiter drüber reden. Nein, das wird schon, das kann ja schon passieren. Ja, ja. Nee, der ist zu langsam. Aber, ja wieso, bei Plusfire war doch auch so. Und ja, der ist auch Stufe 5. Ja, also no, das, der Effekt als Monster ist schlecht, aber der Effekt als Pendulum-Monster könnte gut sein, aber ich finde nicht so gut. Also ich sehe bei der Karte überhaupt kein Potenzial, weil ich sag mal, Pendulum-Monster haben wir gute, da ist nicht so viel gegangen, also Scale 2. Stufe 5, also der Effekt ist auch nicht so, also ich sehe da überhaupt kein Potenzial. Ich würde sagen, kommen wir mal zur nächsten Karte. Rektor, Pendulum, Draco-Overlord. Oh mein Gott. Also die ist, sag ich mal, da sehe ich mehr Potenzial. Scale 5, Effekt ist jetzt, die gehen nicht so schlecht. Level 4, hat Monster-Effekt. 1,50 Angriff, ist Dark, kann man mit Verlockung spielen, könnte man den Dark Pipe spielen, hat auf jeden Fall Potenzial. Also der ist echt überkrass, den Effekt muss ich sagen. Er negiert die Effekte von Facer Pendulum Monsters, was der Gegner kontrolliert, ist der Pendulum Effekt. Das Krasse ist, es ist ein Continuous Effekt, wie viele nicht wissen, man kann nicht darauf reagieren. Das heißt, es ist keine Aktivierung. Wenn er da ist, ist der Effekt sofort da. Und dass er noch 1950 Angriff hat, das ist echt, die ist sehr gut. Ich finde die Karte auch echt heftig. Ich denke, ein sehr guter Support für Pendulum. Natürlich auch wieder suchbar mit den mit dieser einen Zauberkarte von denen. Genau, oder? Denk schon, oder? Ja, klar. Ja. Echt gute Karte. Könnte man dann überlegen, eigentlich Verlockung in dem Pendulum-Deck zu spielen, oder? Wenn man mit der Dark-Version spielt vielleicht. Ja. Auf jeden Fall, ja. Kommen wir zur nächsten Karte. Das ist jetzt eine Falle, eine Konterfalle. Wie heißt diese Karte? Sie heißt Unwavering Bonds. Was passiert hier? Ist auf jeden Fall auch, also ich habe mir das mal durchgelesen, echt auch wirklich heftig. Und zwar, wenn nämlich ein Pendulum-Monster-Effekt aktiviert wird, egal ob Monster oder Pendelzone. Ja man, genau. Egal ob Monster oder Pendelzone, du negierst die Aktivierung und wenn du das machst, wird die Karte gebanished, ja, die wird entfernt, ja. Das macht's noch aus, kommt nicht in den Friedhof, kommt nicht in die Pendel, also auf das Extra-Deck. Karte ist echt heftig. Die Frage ist, ob es eine Sideboard-Karte wird, weil man jetzt nicht weiß, wie stark Pendulum, wobei Pendulum wird es immer geben, ja. Ich denke mal, es wird eine Sideboard-Karte, ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch, im Mirror ist sie doch mega stark, oder? Wenn man dann Ariadne, die ist ja auch Konterfalle, dann könnte man kann man die auch suchen, also ist sie suchbar, ne? Ist auf jeden Fall ein richtig guter Nachteil. Man muss abwarten natürlich, ob Pendulum, wie das, sage ich mal, im Meter, wie stark das sein wird, aber wenn es stark sein wird, dann muss man die auf jeden Fall, denke ich mal, ist es eine sehr gute Option im Side-Deck. Also im Side-Deck finde ich die richtig gut dann. Ja. Wir haben schon gesehen, es gibt schon ein paar krasse Pendulum-Karten.
Die muss man sich direkt dreimal ranholen. Selbst wenn Pendulum nicht Meta ist, Pendulum kann immer wieder kommen. Deswegen holt euch die so oft ihr könnt. Ich kann es nicht fassen. Zum Beispiel auf der Sneak im Fantasy München. Zum Beispiel. Also Pendulum wird es immer geben und wird es auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Karte. Kommen wir zur nächsten. Jetzt kommen wir für mich persönlich zum Highlight des Sets. Ja. Noch ein eigenes Video dazu. Ja. Jetzt so kurz. Genau, da gehen wir mal kurz drüber. Das ist der heißt Drifting Ghost and Winter Blossom. Erinnert halt an Ghost Ogre. Ja. Hat einen richtig harten, starken, krassen Effekt. Und zwar einfach, wenn der Gegner mehr Monster kontrolliert als ich, kann ich diese Karte abschmeißen, kann ihm eine extra Deckkarte vorzeigen, beziehungsweise muss ich sie auch banishen, dann nicht, oder? Nein, nur vorzeigen. Okay, ich muss sie nur vorzeigen und der Gegner muss dann alle extra Deckmonster, die ich ihm vorzeige, alle banishen, mit dem Namen. Und man kann es nur einmal pro Runde aktivieren, aber meistens reicht es auch. Also ich finde, die Karte ist auf jeden Fall wieder auch eine sehr, sehr gute extra Deckkarte, weil man einfach eine sehr Zeitportal hatte man nicht gegen alle Decks eigentlich, weil jedes Deck spielt extra Deck und einfach nur heftig. Ja. Also ich kann mich Tati nur anschließen, die ist richtig gut. Wenn nicht vielleicht sogar die beste Karte in dem neuen Set, die muss man auf jeden Fall, sag ich mal, das wird eine Top-Karte, glaube ich, im Side-Deck sein. Hat auch andere gute Sachen, wie zum Beispiel Dark für Verlockung, ist Tuner, Level 3 kann man auf Level 8 schnell kommen. Kann man in vielen Decks spielen, wie zum Beispiel Monarchen mit extra Deck oder Cosmo. Aber dazu kommen wir, wie gesagt, in einem eigenen Video. Also die Karte ist auf jeden Fall für mich eine der Top-Karten im neuen Set, wenn nicht die beste Karte. Wie wir sehen, gibt es viele Antikarten. Zu der Karte kann man fast nichts sagen, die ist krass. Das einzige, Manko vielleicht, dass man ein bisschen dann selber vom extra Deck eingeschränkt ist. Man verliert dann Platz, weil man vom Gegner entfernen muss. Ja. Das ist das einzige kleine Manko. Ja, gut. Aber wie gesagt, darauf kommen wir später ein, es hat einfach nur Vorteile. Ja. Nächste Karte, oh mein Gott, Despot 009. Jetzt bekommt Bürobots nochmal Support mit dem 009er und zwar kriegen die sogar eine sehr, sehr starke Karte, eine OTK-Potenzialkarte sogar. Ich habe viele Videos gesehen schon. Klar, man kann nicht immer sagen, ob das halt wirklich jetzt alles konstant ist oder so, wie das abläuft, aber man sieht halt die Kombos, man sieht die Möglichkeiten eines Decks und da habe ich auch schon vieles gesehen, dass diese Karte locker über 10.000 ATK kommt. Noch dazu kann der Gegner keine Karten bis zum Damage Step aktivieren, sprich die Karte kann einfach angreifen, ja, und zwar... Also ich kenne sie nicht, wenn Tati sagt, die ist gut, dann glaube ich ihm das. Er spielt ja selber Despot. Ja, er hypt schon, aber Despots dagegen habe ich auch oft verloren. Die kommen wirklich auf absurde ATK-Werte. Also der bekommt ja ATK von allen Despot-Monstern, die ich kontrolliere, auch von den Scales. Ja? Und plus noch pusht du ihn mit dem 003er zum Beispiel. Und. Also die pushen sich immer alle gegenseitig. Deshalb kommt er echt über 10.000 und ist echt OTK meistens. Was natürlich auch ein Faktor ist, das ist ein sehr underrated Deck, viele Leute kennen die Karten nicht, unterschätzen die und auf einmal bringen die alles raus, also Leute, lest auf jeden Fall die Karten durch. Ich denke, das Deck wird stärker sein, da solltet ihr schon die Karten kennen. Also Deskbot haben hier schon ein paar Leute gespielt, denke ich, mit dem neuen Support werden es auf jeden Fall noch mehr Leute spielen. Was natürlich für die ein bisschen dann schade ist, System Down hat ja jeder im Extra-Deck, ne? Das sind alle Maschinen, da muss man natürlich aufpassen. Cyberdrache, also genau. Kommen wir zur nächsten Karte. Das kann doch nicht sein, schon wieder. Es kommt irgendwie jedes Set ein Blackwing raus und auch ein Deathbot. Ich weiß nicht, ob Tati was damit zu tun hat, ob er irgendwelche Connections hat, aber... Aber der ist gar nicht mal so schlecht eigentlich. Warte, schauen wir mal. Also sag uns mal den Namen. Der heißt Assault Blackwing Shidori, The Light Rain. Schon mal cooler Name. Und ja. Also er ist Level 7. Wenn man ihn mit einem Blackwing Monster Synchro beschwört, wird er selbst zum Tuner. Ob das was bringt, weiß ich jetzt nicht. Er bekommt 300 ATK für jedes Blackwing Monster im Friedhof. Ist schon mal ganz gut. Und wenn er zerstört wird und in den Friedhof kommt, kannst du einen Winged Beast Synchro Monster. Also egal was für eins, muss es kein Blackwing, sondern ein Winged Beast Synchro Monster vom Grave beschwören. Außer ihn selbst. Außer ihn selbst natürlich.
ich denke, kann gut kommen. Er ist Level 7. Man weiß, Blackton kommt leicht auf Level 7 Synchros. Und mit 2-6 Angriff gar nicht mal so schlecht, ja. Du warst mit dem Afghanen auf der YCS? Genau, der Afghane spielt ja Blackwing. Ich sag mal, wird als erfolgreichster Blackwing-Spieler gepriesen. Die Karte wird auf jeden Fall sein Deck stärker machen und Blackwing allgemein. Was auch gut ist, die Karte ist nicht eingeschränkt, wie sie zerstört wird. Das heißt, Kampf- oder Karteneffekte bei beiden kann dann was geholt werden. Also auf jeden Fall dann richtig stark für Blackwing. 2-6 Angriff ist auch nicht so wenig. Also er hat instant 3-2 und dann, ja, ich sag ja Grund-ATK und da noch dazu. Also er kann schon auf viel Angriff kommen. Also Blackwing kriegt auf jeden Fall Support. Blackwing gibt schon lange, wurde oft gespielt. Kann man wieder ausparken, ist auf jeden Fall wieder ein gutes Deck. Was mir noch einfällt, der hat halt gute ATK-Werte und kriegt sie noch. Bald wird ein Cosmo erscheinen, der 4000 Angriff hat. Ich glaube, da wird die Karte schon helfen gegen Cosmo. Weil da kommt man dann nur mit Kampfkraft drüber, oder? Ja, weil wie gesagt, er hat instant 3-2, wenn er kommt. Wenn er mit zwei Blackwings beschworen wird, hat er instant 3-2. Also das ist schon mal echt ein guter Wert. Ja. Jetzt kommen wir mal zur nächsten Karte, die Nico mal ein bisschen hypen möchte hier. Ja. Genau, zu Crystal Wing Synchro Dragon. Ich finde die Karte richtig gut. Und zwar folgendes, viele sagen, man kriegt die nicht leicht raus, weil man ein Nicht-Tuner Synchro-Monster braucht. Aber den spielt man dann im, sag ich mal, Drachendeck und da hat man viele Level 7er, wie zum Beispiel Michael, wie zum Beispiel Agent Fairy Dragon und man braucht dann nur einen Level 1 Tuner und kriegt den locker dann raus. Und mit 3000 Angriff und mit dem Effekt, sag ich mal, wo jetzt viele Level 5 oder mehr sind, ist der richtig stark. Also den finde ich, sag ich mal, jetzt... sag ich mal, im nächsten Set mit Ghost Ogre finde ich die als, ja, eine, ja, mit Ghost Ogre die beste Karte auf jeden Fall. Ja, ja, Karten, die was negieren können, sogar noch im gegnerischen Zug, sind immer gut. Also Monster-Effekte kann er negieren. Karte ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wir werden sehen, ob man, wie leicht oder wie schwer man hier rauskriegt. Aber Nico sagt, es geht, also geht's. Speedroid. Und zwar Speedroid Denden Daiko Duke. Man kann ihn banishen vom Grave, ein Speedroid Tuner Monster spezialbeschwören von der Hand oder vom Grave. Mir fällt jetzt nichts ein, wo man ihn spielen kann. Vielleicht in diesen, ich denke, weiß ich jetzt nicht, ob man im BA oder so, keine Ahnung. Ja, ich denke, Speedroid als einzelnes Deck ist nicht so stark. Eventuell kann man das im BA splashen. Aber selbst da muss man sehen, finde ich es nicht so gut. Speedroid allein, wie gesagt, finde ich ziemlich schwach. Interessante Karte für, sag ich mal, einen schwächeren Decktyp. Interessant, aber, sag ich mal, für Turnierformat nicht so gut, meiner Meinung nach. Also ich finde die Karte sehr gut. Das ist ein Tuner, Level 3 Maschine und der Effekt ist halt überkrass. Ja, ohne Kosten. Aber halt nur in den Decks halt. Nee, ich glaube, die wird man echt irgendwie einbauen. Weil Dreier mit so einem Special-Effekt vom Friedhof. Ja, aber du musst den anderen, du darfst ja ihn selber nicht beschwören. Ja, ja. Ja. Du musst den anderen Speedroid-Tuner noch haben. Ja, ja, es gibt noch ein paar gute Speedroids, ich kenne ein bisschen. Ich glaube, die wird man schon dreimal spielen. Also irgendwo reinbauen. Die nächste Karte. Pre-Preparation of Rights. Ja, zur Musik lassen wir was sagen, ja. Wie kann man eigentlich Preparation of Rights auf 1 tun und dann bringt man so eine Karte raus, ja. Das ist einfach eine absolute Frechheit, ohne Scheiß, ja. Weil die genauso krass ist, wenn nicht sogar noch schlimmer, Alter. Dazu muss man aber mal den Kartentext genau lesen, weil ich glaube, bei Advanced Ritual darf man egal was holen, oder? Und nein, bei der, es geht nicht um Advanced Ritual. Ja, bei der Preparation. Und hier, man muss auch wirklich da genau lesen, dass man nur eine Ritualspell holen kann, die auf dem Ritualmonster draufsteht. Also das heißt, man kann nicht Advanced Ritual zum Beispiel holen, das funktioniert nicht. Man muss wirklich die Ritualzauberkarte holen, die auf dem Text von dem Ritualmonster steht. Das ist mir schon bewusst, aber trotzdem ist die Karte schon echt krass, ja, weil ich habe schon ein paar Ritual-Decks gesehen, beziehungsweise Decks, die mit Ritualkarten jetzt wieder zurückkommen. Ich finde die Karte sehr gut. Mehr will ich nicht sagen. Oder? Also ich denke, die kann man auf jeden Fall, da kann man ein BA-Deck mit dem Ritualmonster spielen. Das ist, glaube ich, sehr interessant, mit dem BA-Ritualmonster. Da gibt es auch das BA-Ritual. Ja, genau, mit dem. Mit
Malakuda. Ja, genau. Das könnte man, sag ich mal, ich glaube, das kommt, das ist interessant. Dann sage ich mal, Ritualmonster gibt es, glaube ich, sind ein paar interessante rausgekommen. Das pusht, sage ich mal, so ein Deckformat, sag ich mal, was, ja, was auch so nicht zu den Top-Decks gehört, was man mal so als Fun-Deck spielen kann. Auf jeden Fall für solche Decks sehr interessant. Die ist krass, es wird sicher ein Deck rauskommen. Sucht und macht plus eins. Die ist zu krass. Brauchen wir gar nicht weiterreden. Machen wir gleich weiter. Jetzt haben wir Dinomist Spinos. Ist ein Wassermaschine Pendulum 5. Ich lese die Karte kurz durch. Ich kenne die nicht. Gibt es Dinomist Deck oder was? Also das Dynamis wird ja, sag ich mal, sehr gehypt, weil es in Infinity so leicht rausbekommt, OTK, dies und das, aber davon hat man leider gar nichts gesehen. Also das war, das wurde gehypt und so schnell wie das gehypt wurde, so schnell ist es auch von der Bildfläche verschwunden. Die Karte wird das Deck, glaube ich, auch nicht viel spielstärker machen. Die kann man natürlich dort integrieren, aber dass der Decktyp da wieder zum Leben erwacht wird, glaube ich nicht. Finde ich auch. Kommen wir zu Raid Raptor, und zwar Raid Raptor Pine Lanius. Raid Raptor bekommen wir Support. Ja, die werden auch jetzt richtig krass gehypt. Aber ich habe bis jetzt auch noch nicht wirklich was von denen gesehen, habe auch nicht gegen gespielt. Also bei Raid Raptor reden ja alle von diesem Ultimate Falcos oder Falcon, wie der heißt. Ich glaube 4000 ATK hat der. Ich finde den nicht schlecht, aber erstens muss man ihn rausbekommen und zweitens 4000 ATK mittlerweile kann man den auch im Kampf zerstören. Also ich weiß nicht, ich finde der ist zu schwer rauszubekommen. Interessanter Decktyp, kann man auf jeden Fall für so Locals und so weiter spielen, aber für größere Turniere vielleicht kleiner Überraschungseffekt, aber in den vorderen Plätzen glaube ich, dass wir dieses Deck nicht erwarten werden. Genau, dann kommen wir mal zu Red Ice Toon Dragon. Die finde ich nicht schlecht. Tun Sie bekommen auch jedes Set supporten? Genau. Nee, mich ärgert es eigentlich nicht, aber mich wundert. Die wollen Deck rausbringen und bringen jedes Set neue Support, aber irgendwie schaffen die es immer noch nicht. Vielleicht mit der Karte. Es ist Red Ice Toon Dragon. Er ist wie alle anderen Toon-Monster auch. Er kann Monster, er kann Gegner direkt angreifen, wenn Toon auf dem Feld ist. Aber er kann einmal pro Runde ein Toon-Monster von der Hand spezial beschwören und man kann, also egal welches, und auch seine Summoning-Conditions kann man einfach ignorieren und einfach spezial beschwören. Ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht. Aber damit noch einen rufen und damit dem noch einen rufen? Nein. Doch, da steht except. Once per turn, aber steht nicht once that turn. Also du kannst, ich glaube, du kannst ihn mit ihm noch einrufen und mit dem anderen noch einrufen. Except Red Ice Toon Dragon. Du kannst nicht. Except so. Rufen, ja. Dann nicht, aber man kann einen anderen rufen. Also meiner Meinung nach kann der gar nichts. Ich glaube, den kann man höchstens vielleicht irgendwie so in vielleicht ein bisschen verrückten OTK-Decks oder sowas spielen. Mit zwei Lure oder Sacred Sword oder sowas, aber Toon Deck halte ich davon gar nichts. Also ich glaube, die haben, also Leute, wenn ihr Toon spielen wollt, baut es nicht. Also ich denke, da wird bestimmt noch was kommen. Ja, aber da steht nicht umsonst Ignoring its Summoning Conditions, ja. Verstehst du, was ich meine? Da kommt bestimmt irgendein krasses Toon-Monster raus, Mann. Ja, das kann schon sein. Aber ihn selbst kann man nicht holen. Sonst wäre ja Text der Karten. Ja, machen wir weiter. Oh mein Gott, Gigia Support. Ich habe mir Gigia angeschaut. Endlich mal Reaktion. Also, die muss ich kurz vorlesen. Target Tour, also jetzt mal auf Deutsch. Ziel 2 oder mehr Gigiano Monsters mit anderen Namen in deinem Friedhof. Gigiano, gell? Ja, Gigiano, nicht Gigia. 2 oder mehr? Ja. Das heißt, man kann auch 5 holen. Ja. Man beschwört dich spezial? Nein, das heißt 5. Du hast keine 5 verschiedenen. Es gibt keine 5 verschiedenen Gigianos, oder? Es kommen raus, es gibt 3 oder 4. Es gibt doch jetzt nur 3, oder? Ja, und 3. Wenn da steht Target Tour More, ja, das heißt, es werden noch welche kommen. Es gibt doch jetzt schon 3. Ja, ich glaube, es wird noch mehr kommen. Ja, aber nicht in dem Set. Das wissen wir noch nicht. Wir wissen es schon. Du weißt es. Und genau nachdem die spezial beschworen wurden, muss man die für eine XYZ-Beschwörung benutzen und man kann die nur einmal pro Spielzug verwenden. Das Problem ist, es gibt nicht so gute.
XYZ. Es gibt einen Dreier. Ja, drei ist, finde ich, nicht so stark. Ich finde, die Karte an sich vielleicht nicht so schlecht, aber es ist einfach so aus so einem Dex, wie gesagt, was nicht so oft gespielt wird, um künstlich am Leben zu erhalten. Also ich glaube trotzdem, dass man das Deck nicht mehr spielen wird. Man wird bei den Meta-Decks bleiben. Ist an sich keine so schlechte Karte, aber ich glaube, an dem Meta wird es überhaupt nichts ändern. Ich glaube, so schlecht ist die Karte nicht. Man spielt wahrscheinlich auf diesen Dreier. Diesen Dreier von den Gigas, kennst du den, oder? Ja, dann braucht man drei Monster für den. Auf den kann man schon spielen, weil der ist gar nicht mal so schlecht. Ja, du kannst instant dann, glaube ich, auf ihn gehen. Ja. Aber das Gute ist, die Karte kommt nicht so tot, die wird man nicht dreimal spielen, zweimal. Mit Gear kann man... Das ist doch Quickplay, ja? Genau. Man kann ja mit Gear 2 Dreier holen, dann hast du deinen Grave schon voll. Deswegen ist die nicht schlecht. Ja, schlecht nicht. Wir werden sehen. Jetzt kommen wir zu der zweiten Karte für Bürobots. Und zwar kriegen die auch eine Field Spell, und zwar Deskbot Base. Sie ist ähnlich wie Cosmotown. Sprich, du kannst Karten von deiner Hand ins Deck mischen, dann dieselbe Anzahl wieder ziehen. Sprich, du kannst deine Hand aufbessern oder einfach Karten, die du nicht auf der Hand haben willst, wieder ins Deck zurückmischen, wie zum Beispiel den Level 2er. Der ist immer auf der Hand tot, teilweise. Noch dazu bekommen sie, kriegen alle Deskbot-Monster 500 ATK und Death. Lies mal den Text, lies mal den unteren, Mann. Der untere wird fast nicht in Kraft treten. Neun verschiedene. Du brauchst neun verschiedene. Trotzdem. Ja, der Effekt ist schon hart, aber der wird nie... Die Karte wird vergewaltigt, das weiß ich jetzt schon. Du brauchst 9 verschiedene. Jetzt brauchen wir Mill. Natürlich. Du brauchst 9 verschiedene. Ja, dann holst du Mill-Deck. Wie heißt der? Magic Jammer oder so? Oder magischer Händler? Der Mill doch entfiel. Alter, der Effekt... So spielt man das Deck nicht. Ich glaube schon. Also, man braucht 9 verschiedene Deathbots, muss man entfernen vom Grave, dann mischt man alle Karten von der Hand, Feld und Friedhof vom Gegner ins Deck, er ist tot. Das Problem ist, du musst nur ein bisschen aufbauen. Also, natürlich ist der Effekt hart, aber man bringt es nie durch, also es ist alles so Theorie, aber also, sowas passiert, glaube ich, einmal in 1000 Spielen, also das ist... 9 verschiedene Deathbot-Monster, ja. Ja. Das sind alle. Deathbot-Karten. Das ist schon mal ein Unterschied. Das ist auch eine Deathbot-Karte. Darf ich mal kurz zu sagen? Nein, aber die zählt nicht dazu. Expect Base. Die zählt nicht dazu. Und es gibt keine anderen Deathbot-Karten außer 001 bis 009. Das sind nur die Monster. Okay? Und dann brauchst du alle Monster, musst du irgendwo haben, damit du den Effekt aktivieren kannst. Bis dahin bringst du die Gegner mit den Deathbot-Monstern so schon um. Ja, weil die Karte einfach nicht... Ich weiß nicht, ob man die oft im Deathbot-Themendeck benutzen wird, aber in anderen Decks. Wenn da steht Deathbot-Karten und es gibt nur die, dann werden wieder welche kommen. Deswegen holt euch die ran. Die wird am Anfang billig sein, später steigen. Man muss sie sich ranholen. Kann schon sein, dass vielleicht noch mehr kommt, aber wir werden es ja sehen. Aber auf jeden Fall sind die anderen Effekte besser. Kommen wir zur nächsten Karte. Tenma Tai-Tai. Tai-Tai. Sehr interessante Karte auf jeden Fall. Ist Level 5, 2-4, Angriff, 1000 Death, erinnert an die Monarchen. Sprich, man kann sie suchen durch Ding, oder? Man kann sie vorzeigen und dann suchen mit der Zauberkarte von den Monarchen. Genau. Und der Effekt ist gleich diese Zauberkarte, die sagt, man kann nichts aktivieren auf Normal Summon Monster von den Monarchen. Wie heißt die? Wie meinst du? Diese eine Spell. Weißt schon, du kannst nichts auf die Aktivierung eines normal beschworenen Monsters machen. Marsch der Monarchen, wie heißt das? Marsch Monarchen ist, dass die Monarchen nicht gezielt werden und nicht zerstört werden können. Und der hat ja eigentlich fast denselben Effekt. Ich habe ja Monarchen ein bisschen gespielt und ich finde ihn überhaupt nicht gut. Also die Werte, okay, man kann suchen, aber der Effekt, sag ich mal, wird da nicht zum Tragen kommen. Also Effekt ist, ich würde sagen, die wird man im Monarchen überhaupt nicht spielen. Also die hat da... Kann gar nichts. Ich würde sagen, sofort weiter. Kommen wir nur zum Spirit of the Autumn Breeze. Oh mein Gott. Ich spiele den Gravekeeper. Genau. Wenn man die normal beschwört, kann man sich einen Gravekeeper Spy vom Deck auf die Hand holen. Wenn es aufs Feld wäre, wäre es viel zu heftig. Aber so sage ich mal, dass man das noch den Spy auf die Hand holen kann, ist ja noch limitiert. Also sonst wäre es echt zu krass und ich wüsste nicht, also Gravekeeper wäre dann echt zu heftig. Ja, Mann. Ich finde den echt zu krass. Der Gravekeeper Tier 0, Mann. Tier 0. Direkt Win. Okay, man beschwört ihn und holt sich einen Flipmonster vom Deck auf die Hand. Die ist zu krass.
Der Effekt ist echt krass, weil noch dazu hat sie 1-8 Angriff und so, ja. Ist Level 4 Monster, wirklich Werte, alles top. Effekt auch krass, aber ich denke im jetzigen Meta spielt man einfach keine Flip-Monster mehr, schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Ich weiß nicht, wo man ihn spielen könnte. Ja, Spaß beiseite. Also tut's nicht Nobleman in Side-Deck. Flip-Monster sind ausgestorben. Magician, nichts, stopp. Magician of Faith ist zurück, keiner hat sie gespielt. Flip-Monster sind schon seit 100 Jahren ausgestorben wie die Dinosaurier. Ja. Also Flip-Monster werden nicht mehr gespielt und können gar nichts mehr. Erstmal, sie ist Fee. Das heißt, man kann sie mit dieser Fee Ziehzauberkarte spielen. Entfernen Fee, zieh 2. Lichtfee. Bist du dir sicher? Ja. Okay, dann damit nicht. Aber es gibt Chadol. Ihr wisst, Chadol ist Flip. Und? Chadol ist tot. Ohne Ding sind sie. Warte. Sie ist Wind. Wind mit Finsternis. Welche Karte gibt's da? Finsterer Seamork heißt er. Dark Seamork, er kann nichts setzen. Ich glaube, die Karte hat Potenzial. Holt sie euch ran. Das ist wirklich wichtig. Man weiß nie. Tut's mir gefallen, hört sich auf Barisch. Ja, gehen wir zur nächsten Karte. Ah, neue Mirror Force, richtig gut. Und zwar dieses Mal. Was? Ist sie das? Was? Richtig gut. Ist sie das? Nein, finde ich nicht. Warum nicht? Weil der Gegner direkt angreifen muss. Genau. Ja. Also als ich die zum ersten Mal gesehen habe, habe ich auch das zuerst übersehen, dass der Gegner direkt angreifen muss und dachte, boah, die ist also richtig heftig, die wird jetzt jeder sofort spielen. Aber dann als ich gesehen habe, dass der Gegner dreimal, dass der Gegner direkt angreifen muss, habe ich, ja, da ist sie doch nicht mehr so gut. Da ist eventuell sogar die alte Mirror, also die alte, die, nicht jetzt die alte, aber die auf die Hand schickt, ist vielleicht sogar besser als die, ne? Weil, also direkter Angriff, also ich finde die nicht so gut, vielleicht zu langsam, kann zerschossen werden von Slip Rider oder Twister, dies und das. Ich glaube, die wird man in den Decks nicht finden, außer vielleicht irgendwie anti-mäßig sowas, aber in dem Meta-Deck wird keiner spielen. Also das Einzige vielleicht, wenn Chamberlain wiederkommt, man weiß ja nie, Chamberlain hat vor ein paar Jahren mal die DM gewonnen, aus dem Nichts. Gegner hat ja viel Feld und der Gegner will einfach nicht auf die Chamberlain-Sachen schießen, außer in Endphase, weil er weiß, Chamberlain kettet an und da ist die vielleicht ein, zweimal drin. Also ich weiß nicht, Chamberlain, wenn Dark Eclipse liegt und solches Zeug, also ich glaube nicht, dass Chamberlain jemals wieder gut sein wird. Also ich finde die Karte nicht so gut. Also finde ich nicht interessant. Ich auch nicht. Blackwing Monster. Karte ist, ich glaube nicht, dass man sie spielt. Richtig schlecht. Gehen wir gleich weiter. Wieder was für, was für Barisch. Barisch? Ja, ich kenne die Karte, GG, 1-8 Angriff. Hey, GG sind Flip, oder nicht? Oh mein Gott! Nein, die haben, da steht Flip Effekt Monster. Oh. Das heißt, dort muss Flip Doppelpunkt stehen. Schade, ja. Also, den tut man wieder setten, Defense, wenn man den flippt, kann man Monster, Anzahl der GG, Monster, die du kontrollierst, zerstören. Die wird man auf jeden Fall einmal spielen. Auf jeden Fall. Safe. So, Stardust Silver Spark Dragon. Erstmal schauen wir uns mal an, wie der beschworen werden kann. Ein Tuner Synchromonster, zwei Nicht-Tuner Synchromonster. Also nur durch Synchromonster kann man hier rausbekommen, Level 12. Also drei Monster, die zusammen Level 12 ergeben. Wie kann man den überhaupt rausbekommen? Ja, den kriegt man in diesem, wie heißt dieses, ja genau, dieses Quasar-Deck, wie heißt denn das? Oder? Mit, also du brauchst drei Synchro-Monster und musst doch mit denen zusammen auf Level 12 kommen. Ja genau, Krypto kriegt man den raus. Ja? Also Endslide. Also ich finde, die Beschwörung ist nicht so einfach. Solche Decks, sage ich mal, haben auch schlechtes Matchup gegen Monarchen mit der Feldzauberkarte. Wenn man die nicht wegbekommt, kann man sowas gar nicht rausbringen, ja? Ich muss ehrlich sagen, die Karte an sich ist echt krass, also guter Effekt auf jeden Fall. Aber wie Nico schon sagt, die Karte rauszubringen wird schon schwer, man muss sie schon perfekt haben, glaube ich. Ich bin da echt, bin da gerade so, keine Ahnung, ich bin da nicht so optimistisch. Ja, gleich weiter. Tuner's High. Also man wirft ein Monster ab, dann spezial beschwört man ein Tuner-Monster. Mit demselben Typen und Attribut wie das abgeworfene Monster, aber ein Level höher vom Deck. Sehr gut, wirklich sehr gut. Welche Decks fallen dir dazu ein?
Blackwing. Oder? Gibt's da was? Gibt's da Level 4 Tune? Ich weiß nicht. Ja, eventuell. Also Typ und Attribut. Man kann halt, also Typ und Attribut ist mal nicht so einfach. Also das, die meisten Decks spielen ja verschiedene Typen, verschiedene Attribute. Wenn überhaupt, sag ich mal, ein Typ gleich oder Attribut gleich, aber dass beide gleich, dass Typ und Attribut gleich sind, ist jetzt nicht so oft der Fall. Ja, Blackwing wär eine Option, aber sonst, was gibt's noch? Da hast du nicht von einem Deck gesagt? Doch, hast du schon. Plant, vielleicht Plant. Ja, Plant hast du auch gesagt. Mann. Man wirft Dandelion ab, holt den ersten, den wir gezeigt haben, Plant Level 4, Tuner. Ja, Level Mann. 4, Tuner. Ja, genau. Und? Genau, man wirft Dandelion ab. Ja, hab ich doch gesagt. Spezialbeschwörungskarten haben immer Potenzial. Debris ist auf 2, holt euch Plant ran. Bade Scheib ist nicht, weil ich sag mal so, wenn du Level 1 abwirfst, was wirst du dann holen? Level 2. Welches Level 2 fällt dir da ein? Ja, wieso sollst du Level 1 abwerfen? Ja, Bulb oder keine Ahnung. Ja, Bulb ist auf 1. Ja, Spore, Bulb, das willst du dann holen? Ja, man wird da... Ja, ich kenne jetzt nicht den Kartenpool auswendig, aber es gibt immer genug Karten. Aber allein Dandelion. Ich muss Badisch echt recht geben, ja. Aber heute hat er mal meinen Part eingenommen als Hyper, ja. Aber er hat zu viel gehypt und das finde ich nicht okay. Nicht einmal pro Spielzug, das heißt, du kannst sie dreimal aktivieren oder zweimal. Der hat nicht mal diese Limitierung. Die hat Potenzial, dreimal ranholen. Was willst du mit 3 Tunen auf dem Feld da machen? Man kann alles Verrückte machen. X, Y und Z kannst du machen. Alles klar, das war Badisch, oder? Ja, das war's vom neuen Set. Frank will noch was sagen. Du kannst es auch sagen. Was schreibt eure Meinung zu dem Set unten in die Kommentare. Check das Set ab, check die Sneak ab, vor allem hier im Fantame in München. Und wie immer, leidet nicht. Ja, servus Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie immer, liken, kommentieren, abonnieren, check unsere Sponsoren ab. Unten sind die Links schön alle verteilt. Und check unsere Facebook-Seite ab und leidet nicht.